wieder hier bist. Es dauert bestimmt etwas, bis du dich wieder zurechtfindest. Es ist nur wichtig, dass du wieder am Leben teilnimmst. Karma. Sie waren 2 Jahre in Folge ein All-USA-Spieler an der Riverside? Ja, Sir. Es hat sich viel verändert. Dieser Junge, das ist Sam. Seine Mama ist weg. Bis sie wiederkommt, wird er bei uns bleiben. Du weißt schon, dass du ein Junge bist? Ja. In the hours that I've known. Weißt du, wann meine Mama wieder zurückkommt? Für ihn bleibt erstmal nur das Heim. Irgendwas läuft gewaltig schief bei dem Jungen. You set me free. Wieso wurden sie verhaftet? Das macht keinen Unterschied. Ich hab's getan. Aber heute sind sie ein anderer. Hör gut zu, mein Junge. Kinder sind fies. Ganz besonders, wenn sie was sehen, was sie so nicht kennen. Du bist ein Krimineller. Du hast kein Recht dazu, irgendein Kind zu erziehen. In dieser Welt gibt es Sachen, die man sein kann und Sachen, die man nicht sein kann. Sag mir, wie viele Jungs in dieser Serie sind? Keine. Und was sagt dir das? Dass ich der Erste sein kann. Süßes oder Saures? Ja, nimm dir ein paar Süßigkeiten. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht gedacht, dass ich zu irgendwas gut bin. Bis ich Sam traf. Von Ärger fernhalten, oder? Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Ich werde den Jungen nicht im Stich lassen. Hörte, du wurdest neulich zu einer netten Teeparty eingeladen. Oh ja. Vorsicht, Papa, er ist heiß. Kleine Finger, bitte. Oh, sehr gut. You're free to go. I play Eddie Palmer, who comes back home from 12 years of being in prison to find everything a bit different. You just gotta get yourself back out there. So many people are just discarded after they come out of prison. You were all USA player 2 years in a row. Yes, sir. If I can't get a job sweeping floors, what am I supposed to do? While trying to find myself, I stumble upon Sam. There's something seriously wrong with that kid. I think I can spice that up a little. His mama took off again. Sam's mother is battling a pretty extreme drug addiction. You wouldn't know where Shelly is. I mean, your guess is as good as mine. You sure can't hang on to him for a little bit longer. Hey, Palmer. You have this kid who's just content in being who he is. Cheers. He just does what feels natural. He dresses a certain way. He's very comfortable in his own skin. Quite an outfit. Thanks. My character sees that he can make a difference in his child's life. You think maybe we ought to put something else in there today? Grab that loaf of bread. And finds his way through that action. Sam, I'm doing good, huh? Real good. This boy gives Palmer self-esteem, really. And Palmer gives this boy a father. Who did this to you, Sam? It's okay, you can tell us. What are you gonna do? Beat up everyone that picks on him? You ain't nothing but a criminal. You just couldn't stay out of trouble, could you? I've been waiting so long. It's about the possibility of someone who, through adversity, can come out the other side and be better for it. I know what it feels like to be left alone. I will not abandon that boy. This is a story about redemption, acceptance, and love. Second chances are possible, and you can be whoever you want to be. Truth is, I haven't felt like I was good at anything in a long time. Until Sam. Thank you.